Vom Herbst 1814 bis in den Frühsommer 1815 stand Wien im Mittelpunkt der damaligen Welt. Hier fand der Wiener Kongress statt. Und die Stadt wurde von rund 200 diplomatischen Delegationen besucht. Alle brachten ihren Stab von Dienstkräften mit. Paris war in dieser Zeit die Hauptstadt eines schwer geschlagenen Frankreich. Mit einem schwachen König und der vergangene Prunk der Bourbonenherrscher war zum Symbol einer besiegten Dekadenz reduziert. Hier, wo die Französische Revolution ihren Ausgang nahm, war auch der Ursprung einer Destabilisierung vom gesamten Europa der damaligen Epoche. Schon vor Napoleon haben Truppen der Revolution Gebiete außerhalb Frankreichs annektiert. Der Adelsfamilie Metternich gingen durch die Franzosen alle Besitzungen links des Rhein und in Koblenz verloren und sie flüchteten nach Wien. Dem Sohn Clemens gelang in der Kaiserstadt der Einstieg in die diplomatische Laufbahn. Napoleon verdankt der Revolution seine steile Karriere bis zum Kaiser. Er unterwarf Großteile Europas. Trotzdem fühlte er sich als Außenseiter, was ein verbales Duell mit Österreichs Außenminister Metternich zeigte. Eure Majestäten, die auf dem Thron geboren sind, halten es aus, 20-mal geschlagen zu werden. Jedes Mal kehren sie zurück in ihre Hauptstadt. Ich bin nur ein Sohn des Glücks. Ich würde von dem Tag an nicht mehr regieren, an dem ich aufhörte, stark zu sein. An dem ich aufhörte, Respekt zu erheischen. Napoleon gegenüber war er gespalten, weil er an ihm etwas erkannte, das nannte er Genie. Ich als Historiker habe da meine Probleme damit, aber ich muss mitteilen, er erkannte Eigenschaften, wo er sagt, es ist ein genialer Mann, der aber die Fähigkeiten zu falschen Zwecken missbraucht, der eigentlich in sein politisches Unglück geht. Denn Russland setzte den Krieg fort und verbündete sich mit Preußen und England. In Dresden, im Marcolini-Palais, drängte Metternich Napoleon zu einem Friedensvertrag, der das Mächtegleichgewicht in Europa wiederherstellen sollte, um den Frieden zu sichern. Napoleon aber wollte lieber untergehen, als einen Teil seiner eroberten Gebiete aufzugeben. Und so kam es zum sogenannten Befreiungskrieg in Leipzig, dem sich auch Österreich anschloss, zur damals größten Völkerschlacht Europas. Napoleon verlor den Krieg und musste mit dem Rest seiner Armee flüchten. Ein weiteres Friedensangebot Metternichs wurde von Napoleon nicht beantwortet. Man kann nicht ganz ausschließen, dass er zwischenzeitlich dachte, vielleicht kann man sich mit ihnen vereinbaren. Aber er war politisch klug genug, um zu sehen, Napoleon von seiner Person her ist niemand, der sich zufrieden gibt und einen Status quo auf Dauer anerkennt, wenn nicht alle ihm unterworfen sind. Und das bedeutete schließlich, dass man ihn auch nicht auf dem Thron halten konnte. Napoleon darf seinen Kaisertitel behalten und erhält die Insel Elba als Fürstentum. Über den Wiener Kongress hat kein Geringerer als Henry Kissinger wissenschaftlich gearbeitet. Die Epoche von Machtstreben und Machtausgleich faszinierte ihn immer schon und hat ihn wohl auch in seinem eigenen Werdegang geprägt. Ich hatte die Einschätzung, dass der Wiener Kongress nur der Beginn eines langwierigen diplomatischen Prozesses war. Ich stellte aber auch fest, wie relativ umsichtig die Hauptakteure in der Gestaltung des Systems vorgingen. Talleyrand, Metternich und Castlereagh waren die Schlüsselfiguren. So empfand ich sie jedenfalls. Der Zar hingegen war nur damit beschäftigt, russische Territorialgewinne zu garantieren und seine sakrale Bestätigung in der Heiligen Allianz zu bekommen. Er kümmerte sich weniger um den Ausgleich der Mächte. Man hatte sich ja gerade erst von einer Universalmonarchie verabschiedet, nämlich das Heilige Römische Reich war so eine Vorstellung von christlicher Universalmonarchie. Und hier sieht man deutlich, wie das in den Köpfen noch präsent war. Sowohl Alexander hat mit seiner Heiligen Allianz noch von einer Universalmonarchie geträumt, als auch sogar Napoleon.
Und gleichzeitig war das aber bereits die Zeit, wo es einfach ganz massive eigenstaatliche Interessen gegeben hat, nach der langen Entwicklung, auch im 18. Jahrhundert, und wo klar war, der Weg geht in Richtung Nationalstaaten. Neu war die persönliche Anwesenheit der Monarchen und die Präsenz aller ihrer wichtigen Berater an einem Ort. Ihr Ziel in Wien war nicht mehr und nicht weniger als eine Friedensordnung für Europa. Und zu den Unterzeichnern des Friedensvertrages gehören auch die Verlierer oder Besiegten. Das heißt, Talleyrand kommt dann für den neuen französischen König als Außenminister nach Wien und bahnt sich allmählich allerdings erst mit einigen klug gesetzten Schritten seinen Weg an den Verhandlungstisch. Also die Beteiligung auch der Verlierer des vorigen Krieges, in dem Fall Frankreichs, das macht das Besondere des Wiener Kongresses aus, dass Frankreich in diese europäischen Lösungen einbezogen wird. Metternich wollte vor allem so etwas wie ein Vermittler zwischen allen sein. Natürlich mit dem Blick auf die Hauptinteressen Österreichs, egal ob es um Neapel, Sachsen, Polen oder die deutsche Verfassung ging. Metternich war ein Pragmatiker, der strittige Fragen oft so lange hinauszögerte, bis sie sich fast von selbst erledigt hatten. I have the impression that the diplomats conducted the main negotiation. Ich habe den Eindruck, dass die Diplomaten, die die Hauptverhandlungen leiteten, und dass die komplexen Verhandlungen selbst dazu führten, dass sich die Herrscher nur sehr selten in die Entscheidung einmischten. Doch Metternich, der in der gleichen Stadt wie sein Kaiser lebte, beendete die Verhandlungen mit ziemlich genau den Vorstellungen, die Kaiser Franz genehmigen würde. Castlereagh repräsentierte ziemlich exakt die englische Sichtweise des Ausgleichs der Mächte in Europa. Zusätzlich verfügte Castlereagh über ein Element, das später vom amerikanischen Präsidenten Wilson in einer Gemeinschaft der Nationen umgesetzt wurde, um unvorhersehbare Probleme zu bewältigen. That later was expressed by the American President Wilson Dies erwies sich in Großbritannien als nicht langfristig umsetzbar, war aber eine großartige Vision für Europa. Not sustainable in Britain, but it was a great vision. Dr. Eva Maria Werner erforschte das Pressewesen rund um den Wiener Kongress. In ihrer Arbeit »Der Wiener Kongress in den europäischen Erinnerungskulturen« geht sie der Frage nach, ob der Wiener Kongress als europäischer Erinnerungsort zu verstehen ist. Dazu gehört auch die Frage, wie damals die Journalisten zu ihren Informationen kamen. Es gab kein Pressebüro, es gab dieses Büro in der Staatskanzlei, wo Gens die führende Rolle spielte. Er hat wichtige Texte verfasst. Metternich selbst hat auch wichtige Texte verfasst, die dann ausgeschickt wurden. Aber man konnte jetzt nicht als ausländischer Korrespondent kommen und sagen, ich brauche Informationen zu diesem Thema, geben Sie mir die doch. Also das lief alles über private Kontakte. Von Kotter, diesem Redakteur der Augsburger Zeitung zum Beispiel, ist bekannt, dass er sich sehr viel im Umfeld der preußischen Delegation aufhielt und über die zu zahlreichen Informationen kam. Also war der direkte Kontakt zu den Diplomaten notwendig für die damaligen Berichterstatter, um an diverse Informationen zu kommen. Dies geschah auch in diversen Salons, in denen auch ein Austausch vieler Gerüchte stattfand. Ja, das Grundproblem an der Sache war eben, sie konnten nicht einfach irgendwo hingehen und eine Zeitung kaufen, sondern sie mussten diese Zeitung abonnieren. Das ist die Grundvoraussetzung. Das heißt, dadurch hatte die Regierung eine gewisse Kontrolle, wer die Zeitungen liest. Das waren natürlich bei den österreichischen Zeitungen sehr viele, bei den ausländischen Zeitungen waren das zum Teil dann auch nur sehr wenige, die man aber dadurch im Blick hatte. Zum Beispiel war der Rheinische Merkur eine sehr berühmte Zeitung von Josef Görres, die freieste Zeitung sozusagen, die damals überhaupt existierte. Die war in Österreich zugelassen, was sehr erstaunlich ist.
aber man erhob von Seiten der Polizeihofstelle die Abonnenten, was dann, ich glaube, 29, wenn ich es jetzt genau im Kopf habe, waren. Also man hatte sehr genau im Blick, wer diese Zeitung las. Wie sie sich unter der Hand weiter verbreitete, durch Abschriften und durch Weitergabe, das ist dann wieder ein anderes Thema. Da kam noch ein größerer Kreis zusammen. Verschiedenste Informationen kursierten über den damals schon geregelten Postweg an ausländische Zeitungen. Denn kaum eine Zeitung konnte sich einen Reporter vor Ort leisten. Dadurch sind die Berichte erst einige Tage verspätet in den verschiedenen europäischen Zeitungen erschienen. Man konnte über die Presse schon sich informieren, auch über die Verhandlungen des Kongresses. Zum Teil eben erst im Nachhinein, aber das war möglich, darüber zu Detailwissen zu kommen. Und ansonsten war die Presse auch mehr als das. Sie war schon ein Medium, das die Verhandelnden unter Druck setzen konnte. Das gilt für verschiedene Länder auch unterschiedlich. Natürlich ist die englische Presse dafür bekannt, dass sie durch die Pressefreiheit, die in England herrschte, dazu ganz andere Möglichkeiten hatte. Also die englische Presse hat großen Einfluss genommen auf den Kurs, den die britische Regierung auf dem Wiener Kongress gefahren hat. Das ist in keinem anderen Land in dieser Form zu sagen. Aber es ist auch für andere Länder und auch für die Situation in Wien selbst durch die ausländischen Zeitungen, die zugelassen war, festzuhalten, dass die Zeitungen als Medium politischer Kommunikation absolut ernst zu nehmen sind und durchaus dazu dienten, Debatten zu führen und Diskurse anzuregen. Ein beliebtes Medium der Zeit des Wiener Kongresses sind Drucke von Kupferstichen, die Landschaften mit Bauwerken und der Bevölkerung darstellen. Die Technik des Kupferdruckes ist heute fast in Vergessenheit geraten. Im niederösterreichischen Horn hat ein privater Sammler ein Museum für Drucktechniken eingerichtet. Hier kann man nachvollziehen, wie vor 200 Jahren gearbeitet wurde und wie die beliebten Kunstdrucke entstanden sind. Es gibt Kupferstiche, die im frühen 19. Jahrhundert, 1814, 15 erschienen sind, zum Teil von Wiener Verlagen hergestellt, zum Teil auch in Augsburg und in Nürnberg, die den Fokus auf das Ereignis richten, aber jeweils mit einem ganz bestimmten Blickpunkt. Und dieser Blickpunkt orientiert sich natürlich an Marktverhältnissen, orientiert sich auch an der Darstellung der Souveräne. Da das diplomatische Ereignis an sich nicht dargestellt werden kann, es handelt sich ja nach wie vor um eine Geheimdiplomatie, auch in der Presse, dringt äußerst wenig nach außen, sie wird auch entsprechend kommentiert, war der Markt darauf angewiesen, etwa die Zusammenkunft der Souveräne, den Einzug der Souveräne, bestimmte Ball- oder Festereignisse in Grafiken darzustellen, kolorierter Art, die dann von entsprechenden Verlagen in Wien und auch in Deutschland vertrieben wurden, um sozusagen die Schaulust und die Neugier des Publikums zu befriedigen. Das Geimüller-Schlüssel, heute eine Expositur des Wiener Museums für angewandte Kunst, war zur Kongresszeit noch außerhalb der Stadt, im damaligen Herzogtum Österreich gelegen. Der Wiener Handelsherr und Bankier Johann Jakob Geimüller hatte 1806 die 32 Millionen Francs aufgebracht, die Napoleon nach der französischen Besetzung Wiens als Kontribution verlangt hatte. Dafür war er von Kaiser Franz geadelt worden. Und auch in seinem Salon gab es, wie in anderen Palais, immer wieder lockere Zusammenkünfte, wo neben der Unterhaltung auch politische Themen diskutiert wurden. Die ausländischen Gäste fanden bald großen Gefallen an dieser Wiener Tradition der Salons. Die Kunstsammlung des Herzog Albert von Sachsen-Teschen gilt als die bemerkenswerteste der Weltgeschichte. Allerdings weilte Fürst Albert wohl in der Stadt. Er war aber offiziell nicht in den Kongress involviert. Als einer von Wiens prominentesten Freimaurern war er auf dem Kongress schlecht gelitten. Also man darf natürlich nicht vergessen, dass der Wiener Kongress auch in einer Zeit stattfindet, in der das Freimaurertum in Österreich mit dem Bann belegt ist, seit Jahrzehnten. Und gleichzeitig Herzog Albert aber einer der führenden Freimaurer war. Die Zeit des Wiener Kongresses ist aber gleichzeitig diejenige, in der eine der wichtigsten Hymnen
überhaupt erst vertont werden, obwohl jeder wusste, dass eine freimaurerische Hymne ist. Die heutige europäische Hymne, nämlich die Ode an die Freude von Schiller, ist für die Loge von Herzog Albert geschrieben worden und schließlich von Beethoven vertont worden in jenen Tagen. Man vertont hier etwas, man führt etwas auf, von dem man weiß, dass es bis ins Innerste gesättigt ist mit dem Ideenreichtum, mit der Liberalität, mit der Toleranz des Freimaurertums, obwohl der Wiener Kongress in der Hinsicht die Räder der Geschichte versucht zurückzudrehen. Die kunstsinnige Marie Christina war nicht nur die Lieblingstochter Maria Theresias, sie durfte auch den Mann ihrer Liebe heiraten. Mit ihm lebte sie als Statthalterin in den österreichischen Niederlanden, bevor sie vor der Französischen Revolution flüchten mussten. Machen wir uns nichts vor, ohne die Französische Revolution wäre die Albertina heute nicht in Wien. Sie wäre aller Voraussicht nach vermutlich eine bedeutende belgische Sammlung. Die habsburgischen Niederlande wären nicht verloren gegangen. Es war die Französische Revolution 1789, die ihn zur Flucht gezwungen hat. Denn in der Folge dessen kommen die Franzosen bei der Schlacht von Jemappes, die er selbst als Generalfeldmarschall gegen die Franzosen verliert, gefährlich nahe Brüssel, seiner Residenz in Laken. 60 Kilometer von seiner Residenz entfernt sind sie. Und Hals über Kopf fliehen die beiden. Das verzeiht ihnen übrigens Kaiser Franz nicht und hält das für Fahnenflucht, weswegen er sie von seiner Funktion abberuft. Die Revolution als solche kam für Herzog Albert überhaupt nicht überraschend. Als er inkognito den französischen König Ludwig XVI. Und dessen Gemahlin Marie Antoinette, seine Schwägerin und die Schwester seiner Frau, besucht, beklagen sie den jämmerlichen Zustand der Bevölkerung in Paris, die fürchterliche Armut, die Unterdrückung der Bevölkerung. Er selbst hatte ganz andere Vorstellungen, was Freiheit gewähren betrifft in seinen Niederlanden, in seinen habsburgischen Herrschaftsbereich. Aber er konnte weder den französischen König noch die Schwägerin Marie Antoinette davon überzeugen, dass dieses Weltbild zum Scheitern verurteilt ist. Es ist ihm wahrscheinlich Thomas Jefferson, den er ebenfalls hier in Paris kennengelernt hat und getroffen hat, der damals der amerikanische Botschafter war, bevor er später der erste amerikanische Präsident wurde, 1801 bis 1809, unmittelbar in den Vorwehen des Wiener Kongresses, viel näher gestanden als das Ancien Regime der französischen Könige. Es war kein leichtes Unterfangen, die ewig strittigen Punkte im europäischen Friedensgefüge zu lösen. Trotz der unterhaltsamen Umgebung war der Kongress immer wieder auch am unmittelbaren Scheitern. Der Wiener Kongress ist keine idyllische Veranstaltung. Es geht da um Mächtepolitik, um Machtinteressen, um neu zu ziehende Grenzen, um territoriale Konflikte, um militärische Sicherheitsinteressen. Das alles spielt eine große Rolle, ganz wie es im 18. Jahrhundert eine Rolle gespielt hat. Aber das Entscheidende ist, dass man ab 1815 miteinander im Gespräch bleibt, weil man auch miteinander im Gespräch bleiben will. Gerade wenn man an den polnisch-sächsischen Konflikt denkt, wo es beinahe während des Kongresses noch einmal zu einem Krieg gekommen wäre und sich kurzfristig dann auch die Allianzen umgestellt haben, hat man dann doch zu einer Lösung gefunden, wo man an den Verhandlungstisch zurückgekehrt ist. Während am Ballhausplatz heftig konferiert wurde und die Monarchen in der Hofburg ihren Hof hielten, erreichte die Stimmung in Wien und Umgebung im Winter einen neuen Tiefpunkt. Nachdem die Gäste ja dann nicht und nicht abgereist sind und diese Bewirtung, Verköstigung und Unterbringung aller dieser Menschen ja vom Kaiser bezahlt wurde und daher sehr, sehr viel Geld gekostet hat, mussten dann beispielsweise auch die Steuern erhöht werden. Es wurde also um die Wende 1814-15 die Einkommenssteuer um 50% erhöht. Und das hat natürlich sehr viel böses Blut bei den Wienern gemacht. Und es gibt dann auch Berichte, dass die Zuschauer, es gab ja damals Spitzel, die sich überall bewegt haben und die genau berichtet haben, was das Volk so redet. Und da gibt es einen Spitzelbericht, der sagt, bei der Schlittenfahrt sind die Leute gestanden, haben gesagt, da fahren die mit ihren goldenen Prunkschlitten und wir mussten das alles bezahlen mit unseren 50%. Hat Napoleon von den Streitigkeiten und der vorübergehenden Koalition zwischen Österreich, Frankreich und England erfahren und damit neue Hoffnungen verknüpft? Ich glaube, dass Napoleon vom Wiener Kongress sehr wenig mitbekommen hat. Er wird das gewusst haben, was in den Zeitungen steht.
Aber ein Kongress, der im September begonnen hat und im Februar die ersten Ergebnisse zeitigt, nicht? Also der ruft natürlich Misstrauen hervor. In den schleppenden Verlauf des Wiener Kongresses platzt die Nachricht, dass Napoleon von Elba geflüchtet ist. Die alte militärische Bedrohung ist plötzlich wieder da und wirkt wie ein Schuss Adrenalin auf die Verhandlungen. Wäre der Kongress je zu einem Ende gekommen, wenn Napoleon nicht wieder aufgetaucht wäre? That's a really good question. Eine wirklich gute Frage, die ich bisher noch nicht gehört habe. Which I haven't addressed. Nach der Art und Weise zu urteilen, wie die Staatsmänner untereinander geredet haben, könnte man sie möglicherweise bejahen. Nur möglicherweise, denn ohne dem neuen verbindenden Element von Napoleons Rückkehr hätten sie noch viel länger über die Aufteilung Polens und Sachsens debattiert. Ja, also was die polnische Seite betrifft, habe ich vor kurzem erst von einem polnischen Historiker die Aussage gelesen in der Zeit, das war die eigentliche Urkatastrophe, der Wiener Kongress nämlich, also nicht der Erste Weltkrieg, sondern der Wiener Kongress. Und das ist fraglos richtig, aber die eigentlichen Schwierigkeiten sind vorher passiert. Also dass Polen dreimal aufgeteilt wurde, das ist nicht beim Wiener Kongress passiert, sondern vorher. Also, und vorher waren einfach auch noch diese Denkkategorien, ich suche mich möglichst mit meinem eigenen Territorium zu vergrößern. Das stand mehr im Vordergrund. Und beim Wiener Kongress war das Bemühen, dass man wirklich alle Interessen einigermaßen respektiert. Und das stimmt, es gab einige Verlierer, die Polen zählen sicher dazu. Aber meine Lieblingsbeispiele sind die Adelsrepubliken von Venedig und Genua zum Beispiel. Die waren auch die Verlierer und niemand hat mehr daran gedacht, die wieder herzurichten. Umgekehrt ist gerade Venedig ein Beispiel dafür, dass man auch mit Glanz und Gloria untergehen kann und trotzdem weiterleben. Und dass es eigentlich dann auch geht, wenn man in einem völlig neuen politischen System lebt. Ich denke nicht, dass es jemanden neu in Venedig gibt, der die Republik Venedig wiederherstellen will, so wie sie im 18. Jahrhundert war. Und damals ist es wirklich die große Katastrophe gewesen, das Ende eines fast tausendjährigen Reiches. Mit letzten Kräften arbeiteten nach einem halben Jahr alle, vom Stallknecht bis zum Kaiser, an der Weiterführung ihrer Gastgeberrolle. Denn der ruhelose Feldherr Napoleon scheint im Exil seinen Anspruch auf Macht noch nicht aufgegeben zu haben. Als Napoleon aus Elba verschwindet, diese Nachricht ist am 7. März in Wien, man weiß noch nicht so genau, was er vorhat damals, sind von den großen Fragen verhandelt, die Entschädigung Preußens, ein Überleben Sachsens und das Königreich Polen für den Zaren. Die Frage ist entschieden. Ein zweites Problem ist entschieden, das sind die Fragen der Schweiz. Die sind durchverhandelt. Die Schweiz, die sich eigentlich in einer bürgerkriegsähnlichen Situation befindet und wo die Großmächte durch ihre, wie das heißt, auch Intervention, und zwar diplomatische Intervention, eine neue Ordnung, neue Verfassungsordnung garantieren. Diese zwei Fragen sind durchverhandelt. Die Frage des Deutschen Bundes ist im November 1814 unterbrochen worden. Und von den Verträgen ist nichts ausformuliert. Das heißt, das Arbeitstempo nimmt jetzt exponentiell zu. Der Druck auf alle Beteiligten nimmt exponentiell zu. Aber die Verhandlungen in Wien ab Mitte März gehen nicht mehr nur über Politik oder Diplomatie, sondern sie gehen auch ganz wesentlich über militärische Logistik. Und das bringt dann zum Beispiel für den Deutschen Bund die entscheidende Möglichkeit der Lösung. Wer sich am Feldzug gegen Napoleon beteiligt, soll dann auch bei der Konzeption des Deutschen Bundes mitreden dürfen. Drei österreichische Universitäten, Klagenfurt, Innsbruck und Wien, haben in mehrjährigen wissenschaftlichen Projekten den Wiener Kongress und sein europäisches Friedenssystem aus den verschiedensten Blickwinkeln analysiert und die Resultate veröffentlicht. Das 200-jährige Jubiläum war ein guter Anlass, die Archive neu zu durchsuchen und eine neue Bewertung der zahlreich vorhandenen, alten Dokumente vorzunehmen. Hier zeigte sich auch, wie sehr die Frage der Sklaverei in allen Details behandelt wurde und wie gegensätzlich diesbezüglich die Meinungen der Teilnehmerländer waren.
Die Vereinigten Staaten von Amerika, die Hauptnutznießer der Sklaverei, waren übrigens absichtlich nicht in Wien eingeladen. Hauptthema blieb aber stets eine mögliche, funktionierende Sicherung des Weltfriedens. Der britische Außenminister Castlereagh hat das schon ganz am Jahresende 1813 formuliert. Im kommenden Krieg gegen Napoleon wird es nicht nur darum gehen, den Frieden zu erreichen, sondern auch den Frieden zu sichern. Und das war die Aufgabe des Wiener Kongresses, den Frieden zu sichern. Dann kommt Napoleon zurück und man braucht eine neue Friedensordnung, die dann also quasi auf dem Aachener Kongress 3 Jahre später wieder auf den Prüfstand gestellt wird. Das heißt, die Wiener Ordnung, von der man so oft spricht, ist eigentlich eine Pariser Ordnung, eine doppelte Pariser Ordnung. Aber es hat sich nun einmal eingebürgert, da der Wiener Kongress die spektakulärste dieser Veranstaltung war, alles mit Wien so zu assoziieren. Das ist aber im Einzelfall, je näher man hinsieht, nicht immer richtig. Es wird nicht alles und nicht nur in Wien entschieden. Zahlreiche Gaukler, Glücksspieler, Scharlatane, aber auch anerkannte Künstler aus ganz Europa zog es nach Wien. Jeder erhoffte sich, seinen Lebensunterhalt zu verbessern oder sogar einen großen Wurf zu landen. Dieses wohl berühmteste Bild zum Wiener Kongress zeigt gar keine reale Situation. Das Bild teilt das Schicksal mit fast allen berühmten Bildern zur Weltgeschichte, dass es keine reale Situation zeigt, sondern eine gestellte Situation. Der Künstler, der dieses Bild hier oder die Vorlage für diesen Stich gemacht hat, war ein französischer Künstler, Isabey, der im Winter 1814 mit den ersten Arbeiten begonnen hat. Er hat die einzelnen Personen, die hier abgebildet sind, einzeln porträtiert und sie dann im Frühjahr 1815 zu einem Bild zusammengefügt. Das Haus am Ballhausplatz war damals nicht nur Amts- und Staatskanzlei, sondern gleichzeitig auch ein Wohngebäude für den Kanzler Metternich und seine Familie. Der Saal, in dem wir hier sitzen, der Kongresssaal, ist nicht nur der Saal des Wiener Kongresses, sondern das war auch der Saal, wo Metternich seine private Weihnachtsfeier abgehalten hat. Und da gibt es von der Pauline, von der Tochter, eine wunderschöne autobiografische Geschichte, wie sie erzählt, wie toll das war, wie der Herrin in der Christbaum gestanden ist. Weder das höfische Leben noch Jagden interessierten Metternich. Viel lieber machte er einen Ausflug mit seiner Familie in den Prater. Von seinen zahlreichen Reisen bringt er nicht nur seiner Frau, sondern auch seinen Kindern Geschenke mit und pflegt dabei auch regen Briefkontakt mit seinen Töchtern. Im Grunde schreibt dann seine Tochter, auch ein Zeichen, wie er eine Heranwachsende für voll urteilsfähig nimmt, schreibt er an die Marie, im Grunde wären die Frauen die besseren Politikerinnen. Und wenn du und ich nur zu entscheiden hätten, es gäbe keinen Krieg. Und dann ist dem Erzherzog Johann, dem viel Gelobten, zu Ohren gekommen, dass Metternich meinte, eine Frau könne auch Außenministerin sein. Und der Erzherzog Johann meinte dann, er sei nicht mehr ganz bei Verstand. Metternich schrieb in dem Brief allerdings mit einer leichten Ironie, natürlich ist es am besten, wenn die Herrscherin eine Frau ist und sie hat einen weisen Wesir, einen Ratgeber an der Seite, wobei er dann natürlich an sich dachte. Das heutige Gebäude des österreichischen Staatsarchivs wurde unter Kaiser Franz Josef an die Hinterseite der Staatskanzlei am Minoritenplatz angebaut. Hinter der spätbarocken Fassade verbirgt sich eine mehrstöckige Stahlkonstruktion zum Lagern von Millionen von Akten. Im Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv sind die gesammelten Akten des Wiener Kongresses Feuer und Diebstahls sicher untergebracht. Das Prunkstück ist jenes Dokument, das im heutigen Vokabular der Master genannt wird. Von diesem Masterband wurden 12 Kopien für die Teilnehmerländer gefertigt. In edles Samt und Metall gebunden, gibt diese Prachtausgabe einen Begriff davon, was diese Akte für Europa und die Geschichte bedeutet hat.
Es ist natürlich ein Dokument, das als Reaktion auf die napoleonischen Kriege, auf die Koalitionskriege, auf die napoleonischen Kriege zu verstehen ist. Zum Beispiel Österreich geht 1811 in den Staatsbankrott. Ja? Also diese Kriege, diese permanenten Kriege über zwei Jahrzehnte übersteigen tatsächlich sozusagen auch die Finanzkraft nicht nur von Österreich, sondern eigentlich von allen kriegsführenden Ländern. Mit dem Schlussdokument des Wiener Kongresses wird so etwas festgelegt wie eine Neubestimmung, eine Neuzeichnung der Landkarte Europas. Das heißt, man hat in vielerlei Hinsicht versucht, auf die Verwerfungen, auf die Zerstörungen, auf die unglaublichen Erschütterungen, die durch den Kontinent gegangen sind und der diesen Kontinent eigentlich an den Abgrund geführt hat, die Erschütterungen aus den Kriegen gegen und mit Napoleon in irgendeiner Form in den Griff zu bekommen. Man hat versucht, die Landkarte Europas so zu konzipieren, dass sie eine dauerhafte Friedensordnung ermöglichen könnte. Und in der Tat hat es das ja auch gemacht. Die wesentlichen Intentionen dahinter waren die einer Neutralisierung der Interessen der europäischen Großmächte, also so, dass keine mehr in irgendeiner Form territoriale Ansprüche stellen konnte auf dem Kontinent. Als Napoleon am 18. Juni 1815 seine Schlacht bei Waterloo südlich von Brüssel vorbereitete, ist in Wien der Vertrag des Kongresses noch nicht vollständig unterzeichnet. Die Meldung von der endgültigen Niederlage des kriegerischen Korsen wird erst 6 Tage nach dem Ereignis in Wien eintreffen. In der Zwischenzeit wurden hier die letzten Siegel geprägt und die Abschriften in alle Teilnehmerländer verschickt. Das Ende des Kongresses wurde durch die Schlacht bei Waterloo besiegelt. Der Löwenhügel, ein über 40 Meter hoher künstlicher Hügel, überragt das Schlachtfeld von Waterloo und erscheint wie eine Gedenkstätte für den dort vernichtend geschlagenen Korsen. Das Andenken an den österreichischen Staatskanzler Metternich wird auf Schloss Königswart nahe dem böhmischen Marienbad gepflegt. Das Anwesen erhielt Metternich übrigens von seinem Vater zum 18. Geburtstag. Im Schloss befindet sich auch eine beeindruckende Bibliothek mit wertvollen mittelalterlichen Handschriften, seltenen Drucken und wissenschaftlichen Prachtbänden. Im Arbeitszimmer mit zahlreichen persönlichen Gegenständen des Kanzlers befindet sich auch jener Tisch, an dem vor 200 Jahren die berühmte Schlussakte von allen Delegationsleitern unterzeichnet und besiegelt wurde. Die Geschichte hat ihn zuerst einmal ziemlich wenig verklärt. Also er war ja persona non grata für viele Generationen von Historikern. Was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die damalige liberale Propaganda an ihm kein gutes Haar gelassen hat, vor allem die Generation 48. Ja. Und er selbst hat angenommen, in einer gewissen Hybris vielleicht, die Geschichte wird mich einmal gerechter beurteilen, als das die gegenwärtigen Zeitgenossen tun. De facto habe ich nicht so stark den Eindruck, dass das passiert ist. Im Gegenteil, es ist allmählich so, dass er jetzt etwas differenzierter und, wenn Sie so wollen, auch gerechter beurteilt wird und dass dieses doch sehr einseitige Bild als dem großen Unterdrücker von freien Meinungsäußerungen, dass das etwas zurechtgerückt wird. Er war nicht der Kutscher Europas. Der Kutscher war Kaiser Franz. Und nach seinem Tod im Jahr 1835 gab es viele interne Gegenkräfte, die Erzherzöge, vor allen Dingen der große Innenminister, Finanzminister Kolowrat, die das Bild Metternichs eigentlich mit beeinflussen, weil man Teile ihrer Politik ihm zuschreibt. Für die innere Politik, für die Zensur, für die Polizei in der Habsburger Monarchie war nicht Metternich zuständig, sondern eben Kolowrat und der Polizeiminister Sedlnitzky. Krieg.
Christian Zwick ist in Wien geboren und hat hier Geschichte studiert. Sein Forschungsgebiet ist die weltweite Bedeutung des Wiener Kongresses. Und in diesem Kontext lud er im September 2014 rund 300 Historiker aus aller Welt zu einem Kongress nach Wien. Der Wiener Kongress und seine globale Dimension ist daran zu messen, dass internationales Recht implementiert wird auf einer großen Ebene. Dass Wirtschaftsverträge internationaler Natur wie Freihandel zum Beispiel auf den Flüssen implementiert wird. Dass die Heilige Allianz gegründet wird als eine Eingreiftruppe, eine europäische Armee, die über den europäischen Kontinentalrahmen hinaus agieren sollte. Es dann schlussendlich nicht tun kann, weil ihr die Mittel fehlen, weil die Briten die Meere beherrschen. Ansonsten wäre die Heilige Allianz sicherlich auch in den lateinamerikanischen, in den sogenannten lateinamerikanischen Unabhängigkeitskriegen aktiv geworden. Und natürlich die Dimension, die durch die Abschaffung des transatlantischen Sklavenhandels gegeben ist. Denn mit der Abschaffung des transatlantischen Sklavenhandels hat sich ein legalistisches, internationales Recht über den ganzen Globus ausgebreitet. Und vielleicht auch noch erwähnenswert ist, dass durch die napoleonischen Kriege es zu einer großen Verschiebung im kolonialen Bereich gekommen ist. Und der Wiener Kongress versucht nämlich nicht nur Europa neu zu ordnen, sondern er muss die ganze Welt neu ordnen. Die meisten europäischen Staaten besitzen ja Kolonien in Übersee. Und die geraten durch die napoleonischen Kriege in Unordnung und müssen durch den Wiener Kongress bzw. durch Kongresse rund um den Wiener Kongress herum in Ordnung gebracht werden. Was weniger berücksichtigt wurde, und das ist wahrscheinlich aus dem Denken der Zeit zu begründen, diese Forderungen von unten nach mehr politischer Partizipation. Das ist in dieser Sattelzeit eben der Schwachpunkt, wenn man so will, weil die Meinungsmacher oder diejenigen, die Politik machten, das Volk als Kategorie noch nicht so internalisiert hatten, dass klar war, dahin geht der Weg. Also hier waren einfach einige wenige, die in Richtung heutiger Demokratievorstellungen schon damals gedacht haben, aber der Großteil der Menschen war sehr gefangen in der im Ungleichheitsparadigma und konnte sich gar nicht vorstellen, dass das Volk nun wirklich in allen Belangen mitzureden hat, was zum Teil wieder mit der gesellschaftlichen Situation zu tun hat, weil das Volk einfach zum Teil noch zu wenig gebildet war. Das Volk hat in den letzten 200 Jahren in großen Teilen der Welt eine tatsächliche Bedeutung gewonnen. US-Außenminister Henry Kissinger hat wie kein anderer zwischen Demokratien und Diktaturen verhandelt und vermittelt. Im Alter von 91 Jahren veröffentlichte er aktuell sein 17. Buch mit dem Titel Weltordnung. Besteht ein Zusammenhang zum Wiener Kongress? The basic point I'm making in the book is that the world order. Der Diskussionspunkt, den ich im Buch setze, lautet, dass die Weltordnung bis in dieses Jahrhundert wahrlich eine regionale Weltordnung war. Das Römische Reich wusste nichts darüber, was das Chinesische Reich tat. Und aus diesem Gesichtspunkt existierte eine Weltordnung im 19. Jahrhundert nicht wirklich und entwickelte sich später als europäische Vorherrschaft. Mein Punkt im Buch besagt, dass jetzt jeder Teil in der Welt sich auf jeden anderen Teil der Welt negativ auswirken kann. Andererseits haben sie nicht die gleichen Vorstellungen von Ordnung oder von Frieden. Wenn wir also über jemanden sprechen, der nicht ins 21. Jahrhundert passt, ist das üblicherweise eine Person, die nie akzeptiert hat, im 21. Jahrhundert zu sein. Ich denke nicht, dass Russland als Einheit so empfindet, dass die Weltordnung, in der sie jetzt leben, eine ist, die zu gestalten sie geholfen haben. Und China ist völlig anders. Da sie dachten, sie wären die Weltordnung, gab es keine mit China vergleichbaren Staaten.
Und in der islamischen Welt wird täglich ausgeübt, dass die islamische Welt vielmehr so ist wie der 30-jährige Krieg in Europa als ein System der Ordnung. Der Wiener Kongress war beendet und Napoleon fand kein Asyl, sondern wurde auf die einsame Atlantikinsel St. Helena verbannt. Wenn man heute durch Paris geht, trifft man die Erinnerung an den selbsternannten Kaiser der Franzosen auf Schritt und Tritt. Nicht der Verlierer von Moskau, Leipzig und Waterloo, sondern der Schöpfer einer neuen Verfassung und eines neuen Selbstbewusstseins für die Franzosen lebt hier in der Erinnerung weiter. Sein Grabmal im Dom des Invalides ist monumentaler als alle Grabstätten seiner früheren Gegner. Napoleon wird zum Volkshelden, der er während seiner Regierungszeit, jedenfalls während der letzten Jahre seiner Regierungszeit, überhaupt nicht war. Also es erfolgt im Sturz eine Auferstehung und eine Wandlung des Napoleon-Bildes, die nicht viel mit der Realität zu tun hat. Er wird plötzlich zur Legende. An der bastelt er auf St. Helena selbst. Die Memoiren, die er aufschreiben ließ, waren gewaltige Bucherfolge. Fürst Metternich wurde 1848 aus Wien vertrieben und wurde auf seinem Gut Plasy in Böhmen in wesentlich bescheideneren Verhältnissen zur letzten Ruhe gelegt. Seinen Erfolg auf dem Wiener Kongress erzielte er auch dadurch, dass er mit der Obrigkeit richtig umzugehen wusste. Da stellt sich fast zwangsläufig die Frage, ob Diplomaten und Minister auch in der Gegenwart von ihren Herrschern beherrscht werden. Es passierte nicht nur in meiner Amtszeit, dass man von seinem Vorgesetzten überstimmt wurde. Ja, aber in meiner Zeit war die Kommunikation deutlich besser. So, dass ich normalerweise bereits eine fixe Zustimmung meines Präsidenten hatte, bevor ich in die Verhandlungen ging und den Delegierten eine Übersicht meiner Pläne bieten konnte. Zahlreiche Mechanismen der politischen und diplomatischen Zusammenarbeit sind beim Wiener Kongress erstmals in diesem Umfang entwickelt worden. Und sie sind noch heute in Europa und in der Welt in Anwendung. Arbeitsgruppen, Unterkommissionen, rauschende Feste und vertagte Entscheidungen prägen auch heute den verhandlungstechnischen Alltag. Heute präsentiert sich Europa als ein Staatenbund vieler nationaler Identitäten. Längst sind Landesgrenzen und Zollformalitäten aufgehoben. Das moderne Europa ist also ein gemeinsam agierender Markt und Player in einer sich dynamisch entwickelnden globalen Weltwirtschaft geworden. Der deutsch-französische Gegensatz ist heute Geschichte. Und die Achse zwischen diesen beiden Staaten ist ein Garant für das friedliche Gedeihen des Kontinents geworden. Dies ist der beste Beweis dafür, dass die Saat aufgegangen ist, die vor 200 Jahren in Wien gelegt worden ist. Thank you.